So, ihr lieben Leute, willkommen zurück bei Derpioten mit mehr Mad Mike im Multiplayer-Match Güterbahnhof. Das heißt, ich verstehe nur Bahnhof. 16 gegen 16, einnehmen und halten von Stationen. Hier kann man sich ganz kurz die Waffen ausrüsten, wenn man möchte. Doppelklicken, ganz normal, wie es sonst so auch der Fall ist. Machen wir jetzt mal nicht. Match beginnt eh in 5 Sekunden. Hier Fähigkeiten auswählen. Man hat auch mehrere Möglichkeiten, hier so zwischen zwei Spezialisierungen zumindest momentan auszuwählen. Alles ganz egal, wir fangen direkt mal an, ab in die Action. Startpunkte, je nachdem, was wir eingenommen haben. In dem Fall fangen wir mal am Startpunkt selber an. Und werden versuchen, mit unserem Team eben Stationen einzunehmen. Ganz klassisches PvP-System. Um, Hey, it's open mic, you better be quiet. Alles klar, wir haben auch ein Teamspeak, definitiv. Gucken wir mal, wie wir den Sitz wechseln können. Hab ich noch nie gemacht. Hier steige ich eigentlich wieder aus, mit E. So, jetzt aber los. Los geht's. Und versuchen wir auf jeden Fall hier Punkte einzunehmen. Der Knopf ist klar, weil A wird gerade für mich gecheckt. So, sieht schon sehr gut aus. Moment, komm mal wieder hoch. Juhu! Und greifen mal von hinten an. Dann schnappen wir uns den Kreuz hier. Das Schlachtfeld von hinten einnehmen ist eine sehr schöne Taktik. Momentan-Modus, der sich im Übrigen erstmal aufladen muss, bevor man benutzen kann hier. So, dann gucken wir mal. Wir sneaken uns hier erstmal ganz pro-mäßig nach oben. Hoffentlich ist nicht noch irgendwo ein anderer Sniper. Na, es dauert auch nicht so lange. Also man kann hier nicht ganz so zu lange getarnt bleiben. Machen wir auch mal einen Sniper auf den letzten. Ja, ich hab alle gehört, euch, Utah. So. Und jetzt muss ich hier hoffentlich... Ja, ich glaube, ich muss hier einfach nur dran stehen bleiben. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht genau, auf was ich achten muss hier. Ja, es wechselt sich langsam zum Blau rüber. Man sieht es hier oben am C. So. Eingenommen. Sehr fein. Wird geschossen. Oh, okay, von wo? Von wo schießt er? Da ist was vorbeigefahren auf jeden Fall. Ich guck mal, dass ich mir B nochmal schnappe, weil B wird zurückgetappt. Oder von hier oben ein bisschen was wegsnipern kann. Ah, C wird zurückgetappt. Mein Archipel wurde verloren, Junge. Hatte ich nicht gesagt, verstand euch. Hier schieße ich in den Arsch. Zack, da ist er weg. Müssen wir jetzt C mal schnell wieder schnappen. Gucken, was er auch von hier oben kann. Ah, okay, die anderen Jungs machen das auch gerade. Kommt mal mit runter. Das ist natürlich als Sniper, muss ich sagen, ist nicht so klug, hier direkt mit drin zu sein, aber ich habe einfach Bock, wieder was einzunehmen. Los geht's. Schnell nach oben. Go, 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 Team. Wie sie alle ihre blöden Dingswaffen schon haben. Ihre Elementarwaffen. Hep. Sprungschaden gibt's nicht, oder Fallschaden, muss man mal eher dazu sagen. Granaten. Ja. Ich hätte den verdammten Computer. Meine Tarnung ist jetzt erst wieder aktiv, alles klar. B haben sie sicher geschnappt, die Schweine. Gucken wir, ob ich sie irgendwo von der Sniper-Position ein bisschen unterstützen kann, meine Jungs. Da oben steht doch irgendwas drin. Ist einer von mir? Weiß es nicht. Ah, ich sehe nichts. Ich bin immer so ein Blindfisch. Ah, da hinten. Da. So, mal gucken, ob ich zum Sniper komme. Den einen in den Hintern gejagt. Da hinten kommt noch einer. Profilaktische Granate entgegenwerfen. Bam. Gehen wir von der Seite ran. Nur so ein bisschen enttarnen. Boah, was ist das für eine geile Waffe, die der hatte. Schade, dass sie schon weg ist.
da noch irgendwer los? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Du Sack! Du dreckiger Sack, du! Naja, passt alles. Ich hab ja nichts mehr. So, ich kann es zum Beispiel bei C, weil wir A und C halten. Gehe ich jetzt mal einfach direkt zu C. Und gehe von da aus weiter. Ich habe mal kurz gucken, map-technisch. Sehr kleines Schlachtfeld. 16 gegen 16. Wir sind wirklich. Du hast fast immer einen vor der Flinte. Hier gibt es so kleine Quads, glaube ich, sind das. Genau, die kann man sich noch schnappen. Oh, unser Pumpe da oben, glaube ich, gerade. Ah, ne, er hat kurz zurückgeholt, alles klar. So kleine Fahrzeuge, hier so Quads. Mit denen kann man rüberheizen. Das machen wir direkt mal hier, wie so ein bisschen wie A-Team. Moment mal. Wey, kann fliegen. Also physiktechnisch ist das Ding hier nicht unbedingt so das Wahre. Als Sniper hätte ich eigentlich auch gerne ein bisschen einen besseren... Vantage Point nennt man so. Vantage Point? Vantage Point? Erhöhten Punkt auf jeden Fall. Wo man. Ihr habt einen Punkt verloren, Utah! Wir empfangen keine Daten mehr von diesem Punkt! Ja, ja. Wir sind ja schon unterwegs. Hab dich. Das war der gleiche, der mich vorhin erledigt hat. Ich hab das ja gerade. Ah, das war einer von mir. Ich dachte gerade. Versuchen wir mal B1 einzunehmen. Sehr geil, gegenseitig getötet. Also, man sieht schon, Waffe mit Affe und dazu noch richtig schön durch die Gegend hüpfen. Bringt in diesem Spiel sogar was. Man muss ja zielen. Wie in Terra oder in Raiders oder sonstigen Action-MMOs. In Guild Wars 2 geht er so halbwegs. Gute Arbeit, weiter so, Utah. Und dann, es bringt auf jeden Fall was, immer in Bewegung zu bleiben. Und in Bewegung natürlich dann auch zu zielen. Gerade im Shooter. Das ist was für Hardcore-Super-Gamer-Leute wie euch. Und das in MMO, Shooter-MMO. Mit allen Kriterien, mit Leveln, mit Waffenleveln, die man mehrmals verwendet. Mit den Charakter entsprechend immer besser machen durch die Fähigkeiten, die man dazu bekommt, mit verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten, das ist schon ziemlich geil gemacht. Also man hat hier doch wirklich viel zu tun. Was mich interessieren würde, ist dann irgendwann, wie sich da Dust gegen, also Dust 513, ich weiß nicht genau, welche Zahl das hinten dran war, das Pendant zu Eve auf dem Boden dann schlagen wird dazu. Und vielleicht, wie ist das Ding? Vielleicht ist gerade noch so eins. Was ist hinten los? Ah, da ist immer noch was los. Also muss sagen, Raketenwerfer hier ist natürlich total imbar. Einfach nur durch die Gegend hüpfen und Granatwerfer technisch alles nach oben ballern. Das ist schon ziemlich imbar. Oh ja, von hinten. Machen wir unsichtbar. Sehen aber nicht. Ah, da hinten drüben ist einer. Gotcha. Headshot. Das ist einer rein, okay. Ich muss lernen, unten zu bleiben. Ich krieg weniger Schaden. Ich habe einen Perk, was mir weniger Schaden verursacht. Was mir weniger Schaden, an dem ich weniger Schaden bekomme von Feinden, wenn ich in geduckter Haltung quasi rumkrauchse. Das Dumme ist natürlich dann in dem Fall, dass ich nicht mehr so beweglich bin. Und im PvP ist das natürlich eine Schwäche, die der Gegner wieder ausnutzen kann. Da hinten läuft, glaube ich, was nicht von mir, sondern da hinten irgendwo. Also war nur ein Schatten. Ein Schatten meiner selbst. Wir müssen Punkte einnehmen, Leute. Andererseits werden sie irgendwann auch hier ankommen, denke ich mal. Von der C-Seite logischerweise. Da läuft da was. Der ist tot, alles klar. Das ballert noch, den krieg ich aber nicht rein. Ihr verliert einen Arschfall, Jutta! Der Upload wurde unterbrochen! Oh oh, aber gerade zurückgetappt. Das war nix. Der ist aber auch, glaube ich, schon erledigt worden. Okay. Ich habe das grüne Symbol im Kopf nicht so schnell gesehen. Wo sind denn die? Das ist einer von mir. Hallo. Ja, ich muss sagen, hier wäre es doch irgendwie cooler. Von da irgendwo schießt was. Da. Alles klar, sehen. Na komm. Na komm. Ja, super. Hat sich getan, hat angeschossen. Gut gemacht, mein Freund. So richtig gut bin ich noch nicht. Ne, nicht ändern, zurück, auswählen, haben leider noch 2 Punkte. Das ist toll.
Check mal auf. Was war das denn wieder? Was haben wir? Okay. C, B. Komische Sprengladungs-Burpeke sind unterwegs gewesen. Kann auch unsere gewesen sein. B wird angegriffen. Ich werfe meine Granate prophylaktisch runter. Tarnung an. Sie einfach nur. Da! War doch was. Tja, mein Freund, wenn du ballerst und ich ein bisschen Schilde noch habe, werfe ich dir auch einfach mal eine Granate vor die Füße. Also ich bin definitiv kein guter Sniper hier auf so einer Map. Wie lange haben wir noch? 4 Minuten geht's noch. Also die Matches sind 15 Minuten lang. Und in der Zeit gilt es natürlich, wer die meisten Punkte hat, blau oder rot, wird dann gewinnen. Ganz klassisches, normales K.O.-System im PvP. Und das ziehen wir jetzt nochmal richtig knallhart durch. Müsste mal gucken, wie gut ich mir da... Oh, warte mal. Da ist doch gerade was vorbeigefahren. Ja, da. Granate mal in die Richtung. Dich und er hat mich auch. Aber so ist okay. Wir müssen E-Punkte halten. Das bringt nichts, die ganze Zeit Leute durchzuballern. Ja, umzuballern. So. Weiter geht's. Wir brauchen A, dann ist es noch zu halten. Also halten ist hier, das ist die typische Capture the Flag und Home Position. Das heißt, wenn wir es nicht lernen, Punkte zu halten. Wo seid ihr, Jutta? Da ist ein Sniper, muss ich mal gucken. Der hat aber vor mir das schon die Tarnung angehabt, da ist er nämlich. Boom, baby! Komm ran. Ran. Yes! Gewonnen! Bester Verteidiger war... Meine Wenigkeit. Sehr schön. Ich hab wow, nice weird looking talking area. Awesome! Alles klar. Gut, und ja, Leute, das war schon das PvP, was momentan in der Beta ist. Natürlich nur ein ganz kleiner, angekratzter Feature-Bereich. Hab sogar eine Stufe gemacht, deswegen. Wunderbar, man kann also auch leveln. Sprich, Ego-Punkte zubekommen. Ich zeige es euch nochmal hier im Prinzip. So sieht's aus. Spielersuche. Koop hatten wir das letzte Mal. Angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Multiplayer-Match hatten wir gerade eben. Und dann gibt's noch die Schattenmission. Und die machen wir dann als nächstes. Bis dahin, euer Mad Mike. Danke fürs Zuhören wie immer. Und wenn es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben. Sharen wäre ich auch sehr dankbar für. Wir hören uns. Bis dann. Bye, bye.